Hallo. Diese Handwerker-Diebe klauen ständig unsere Blitzsteine. Wenn du sie alle ersetzt und unseren Generator aktivierst, wäre ich dir sehr dankbar. Ampere. Haha. Vier Steine. Ersetze die Blitzsteine und fange die Diebe. Wie mache ich das denn? So? Ich weiß nicht, wie eifrig die dabei sind, immer die zu klauen. Ach so. Ach so. Okay. Okay. So schnell fangen die an, die zu klauen. Okay. Aber warum hatte ich den? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier alles ist. Dass ich deswegen damals so viele Probleme hatte. Aber irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass ich irgendwas hier ziemlich nervig fand. Entschuldigung. Ich kann da nichts für. Ich versuche das schon zu unterdrücken, aber die kommen einfach so plötzlich, die Hustattacken. Aber dieses Jahr ist auch wirklich, also bei mir, für meine Fälle ist es echt schlimm mit der Allergie. Ist zum Glück nicht so hyperallergisch, ne? Dass ich dann irgendwie Asthmaanfälle bekomme oder sonst irgendwas. Ich weiß auch nicht, was dieses Jahr in der Luft ist. Ach, guck mal, wer da ist. Hallo. Noch einer hier? Ohne Fahrschein? Hm? Ich denke mal, das Nervige war wahrscheinlich, dass ich immer wieder hin und her rennen musste, um dann einen wieder kaputt zu machen. Weil hier der nächste war ja klar. Sie machen nicht mal Animation, um die wegzunehmen. Das ist eine Sauerei. Das ist eine Sauerei. Das ist nicht fair. Ich friss den Scheiß. Mein Gott. Läuft da jetzt ein neuer rum? Ja, da läuft ein neuer rum. Sehr gut. Kann ich mir auch lieber sparen, dass ich mir dann hier immer alle Blitzkugeln dann immer dahin packe, die hier gerade rumfliegen. Nehme ich mich nur eine. Zack. Hoffe, dass ich damit den neuen anlocke. Ja, das ist so wirklich, wenn das die Aufgabe ist, dann ist sie wirklich ein bisschen doof. Nein! Ey, wir haben schon ein bisschen mehr als die Hälfte. Wupp, wupp. Aha, guck mal, das hat jetzt zum Beispiel doch gereicht. Kann ich die nicht damit abspucken? Puh. Ah, super, Dennis. Sehr gut, Dennis. Echt. Geniestreich. Ah, komm, es sind nur noch drei Stück. Weg. Mana lag. So. Ich frage mich dann nur, warum das jetzt hier drei Sterne hatte vom Schwierigkeitsgrad her. Was ich auch nicht nachvollziehen kann. Das sind solche fetten Viecher, die können mich so nass machen, ne? Und die machen einfach nichts. So, jetzt darf ich die Kacke da bestücken. Bitteschön. Bitteschön. So. Bitteschön. Hier nochmal ein. Wahrscheinlich, oder das Problem war, dass ich letztens vielleicht irgendwo einen noch suchen musste, weil ich hier eben eine Kugel nicht gefunden habe. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht dürfen wir es geschafft haben. Das ist wirklich eine dumme Aufgabe gewesen. Die hätte ich wirklich sparen können. Aber da war keine Herausforderung dabei. Es war nicht auf Zeit, was gut war auf jeden Fall. Man konnte hier nicht kaputt gehen. Danke, Spyro. Ich habe dieses glänzende Ding unter unseren Blitzsteinen gefunden. Bitte nimm es als Belohnung. Vielen Dank. Nehme ich doch gerne. Und es wäre schon Nummer 12, oder? Nee, 13. Doch, 12. Schade. Habe ich mich schon mal einen vertan. Okay, gut. Dann können wir jetzt den normalen Weg auch weitergehen. Und ich habe es mir nicht gemerkt. Doch, da müssen wir weiter. Hallo. Was geht? Stirb! 15 haben wir, 18 brauchen wir, um das zu reaktivieren. Ey, warum haben die Diebe eigentlich nichts hergegeben? Die Schweine. Ist ja unglaublich, ey. Zack. Zack. Dann gehen wir erstmal da lang. Hallo. Ich sehe schon die dicken
Windmühlen. Was bedeutet, ich muss bis hier mit dem Supersprint wahrscheinlich hin. Oder es gibt Superfeuer. Superfeuer wäre natürlich geil. Vielen Dank für das Leben. Wurde ich gerade übrigens das erste Mal im Spiel getroffen? Ich bezweifle es stark, weil das wäre krass, wenn ich das erste Mal getroffen worden wäre. Nach 2 Stunden Spielzeit. So. Hier. So, auf jeden Fall, der Super Power Punkt ist aktiviert. Was sie mir bringt, das weiß ich noch nicht. Aus die Maus! Was habe ich getan? Alle Gegner kaputt gemacht oder wie oder so? Ah, da möchte ich gerne hin. Gut. Jetzt habe ich mich gerade tatsächlich ein bisschen verlaufen, aber okay, jetzt bin ich hier wieder im Anfangsbereich. So. Kommen wir hier weiter? Ach, am Anfang gab es auch so einen Bereich, wo man, glaube ich, noch links weiter konnte. Ah, nee, da kam man gar nicht dran. Da mussten wir irgendwie über eine höhere Ebene. Dahin. Danke, Spike. Hey ho! Du hast alle elektrischen Barrieren deaktiviert. Wir haben diesen Talisman vor den Handwerkern bewacht. Bitte nimm ihn als Belohnung. Vor den Handwerkern. Da haben wir einfach mal was bestellt, ne? Um irgendwas zu reparieren. Und jetzt haben die einfach das übernommen. Auch nicht schlecht. So, gut. Dann gucken wir uns jetzt erstmal den Powerpunkt an. Ich vermute wirklich nur, dass es Supersprint ist. Aber ich nehme auch gern was anderes. Ich glaube, es ist Supersprint, ne? War klar. Gut, das kann lustig werden. Dup, dip, dudel. Oh, schön. Nochmal. Dup, dip, dudel, dup, dudel, dup, dup. Ah, okay. Es ist trotzdem nur nicht frei, wie komme ich da hin, ne? Aber egal. So, hätten wir das schon mal. Aber da haben wir auch schon die nächste Kugel. Heieiei, aber hinten sind ja auch noch welche. Heieiei, Entschuldigung. Wo ich jetzt genau lang muss, um echt zu sein. Ach so. Und da sind 2 Stück. Also im Endeffekt scharfe Rechtskurve. Deswegen nehme ich jetzt mal wieder mein Analogs, mein Digipad. Digi dir zu. Warte mal, da müssen wir einmal so rum. Einmal hochspringen. Dann haben wir den schon mal. Aber es kann ein bisschen dauern, weil, ihr kennt mich. Mehr brauche ich, glaube ich, dazu auch nicht sagen. Ich mag, dass das da so wie bengalische Fackeln dran hängt am Gerät. Okay, den kriegen wir schon mal so kaputt. Ach, guck mal, ich sehe mich selbst. Ich bin im Fernsehen. So. Und der letzte wird ein bisschen spannender. Aber da müssen wir, glaube ich, wirklich einmal komplett rum. Wenn das überhaupt der letzte ist. Kann sein, dass ich irgendwo irgendwie nochmal einen übersehen habe. Das ist nämlich sehr knapp hier alles bemessen. Das ist nämlich der Scheiß. Wie langsam das wirkt, ne? Wenn der normal rennt und vor den Supersprint gemacht hat. Hui! Ah, der war ganz runter. Scheiße, da. Oh, Entschuldigung, das war gerade so ein bisschen Opernschrei, ne? Also wie in der Oper, wie man das davon kennt. Ich war nur voll überrascht gerade. Der Schrei war echt gut. Ich muss gar nicht meine Stimmbänder so was hinkriegen. Nee, ich war gerade echt überrascht, dass das einfach funktioniert hat, ne? Deswegen war ich so, ja, irgendwann kommt. Oh, hallo Wand, was geht? Nein! Ja, nein! Nein! Ich bin aber auch echt, ne? Wenn ich hektisch werde, ist einfach so gar nichts auf Kette. Souveränität, Dennis, Souveränität. Das ist das, was ich brauche. Und dann sind wir wieder bei den 250%, ne? Ja, brauche ich nicht. Hab ja schon ein Fluglevel erzählt. Fuck, you fuck! Diese scheiß Wackelkamera, Shaky Cam. Ich habe die Bewegungsunschärfe und so weiter schon ausgestellt. Und vielleicht sind meine Augen einfach nicht kompatibel mit Bildern, das kann auch sein. So, leck mich am Arsch. Fick dich. So. Hallo. Spyro, siehst du das große Gebäude da drüben? Nee. Die Handwerker stehen da mit unserem Strom. Bitte hilf uns. Schalte die Maschinen im Inneren aus. Okay, gleite zur Fabrik rüber. Das bekommen wir hin. Das ist total ungewohnt. Ich versuche mich jetzt mal komplett wieder auch umzugewöhnen, ne, dass ich Spyro nicht... wie
bis dato mit dem Analogstick spiele, sondern einfach mit dem Steuerkreuz. Aber wenn ich so einen PlayStation 4 Controller in der Hand habe, ne, wo eigentlich 99,9% der Spiele, ja, wo ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber fast alle Spiele, die rauskommen, nur mit dem Analogstick zu steuern sind, ist es echt ungewohnt, das Steuerkreuz zu nehmen. Und auch hier, ich stelle nämlich fest, wenn ich eh was mit dem Steuerkreuz mache, das gehört sich einfach so was bei oben, finde ich. Ja, die Innensteine nach unten, die holen wir später. Uns ja nochmal anzeigen lassen. Nass. Schieb mich nicht weg. Glasnost. Tong, tong. Okay, jetzt haben wir hier noch ein Kübelschiff, was wir uns holen können. Aber erst einmal holen wir uns das hier. Hallo! Spyro, du schlägst dich gut. Nimm dieses kleine Schmuckstück als Glücksbringer. Falls du Fragen zur Stilllegung der Fabrik hast, wende dich einfach an mich. Watt. Jetzt haben wir Ampere und Watt gehabt. Cosmo, wüsste ich jetzt nicht, was das heißt. Oh, wir können... Die nächsten Gleitflüge werden knifflig. Du wirst schweben müssen. Drück Aktion beim Gleiten, um zu schweben und höher zu kommen. Denk dran, Aktion zu drücken, wenn du ganz in der Nähe der Windmühle bist. Sonst schaffst du es nicht. Ja, dann werden wir noch sehen. 5 Sterne, oh mein Gott. Gleite und schwede über die Ventilatorblätter. Jo, aber hier das Gute, wir können uns hochbieben lassen. Das heißt, wir können mal eben doch vielleicht kurz eben die beiden Edelsteinchen holen. Die hier irgendwo versteckt waren. Genau, zack, zack. So. Aber dann nehme ich auch schon mal vor der Brust. Gut. Dann schauen wir doch mal. Wir müssen jetzt ein bisschen Timing haben. Und höpsa. Okay, warte mal. Hat das jetzt mit dem Gleiten nicht, mit dem Schweben nicht funktioniert, weil ich, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe jetzt mit dem Steuerkreuz gesteuert. Aber es kam mir jetzt nicht so vor, als wenn ich jetzt so richtig nach oben gekommen wäre. Das heißt, wir wechseln doch wieder auf den Analogstick. So, komm schon, Baby. So, Ast rein. Komm, mal ein bisschen Risiko hier. Ja, wir sind ja keine Amateure. Wir sind ja Spyro-Veteran mittlerweile. So. Schön. Ich hoffe, da hinten ist auch die letzte Windmühle. Das wäre ganz nice. Bombs. Und? Leider nicht. Okay. Doch. Wohl. Oh Mann. Ja, jetzt sind die wieder rein. Ah, okay. Nice. Alter, wie schnell gehst du rein? Hier bleiben! Spyro, Hilfe! Der Schalter zum Ausschalten der Handwerkerfabrik ist in diesem Raum, aber es ist schrecklich laut da drin. Ja, was? Geiles Rumgespratzel. Achso, wir haben alle Edelsteine. Ne, haben wir gerade unten so ganz beiläufig. Danke, dass du die Fabrik stillgelegt hast. Hier, das habe ich im Getriebe gefunden. Du kannst es haben, wenn du willst. Tada! Und die nächste. Ich mag, dass sie nicht ganz rund sind, die Kugeln, sondern so angeeckt. Ja, jetzt 100% oder was? Alle Kugeln, ja, alle Edelsteine, Fähigkeitspunkt. Tada! Wunderbar. Hervorragend! Haben wir Horikus auch einfach mal so weggerockt? Blöd nur, ja. Wir haben leider keine Trophäe bekommen. Trophäe haben wir schon bekommen, aber wir haben keine Fähigkeit bekommen. Das wollte ich damit sagen. Entschuldigung. Ich suche jetzt eigentlich nur noch das Levelziel. Ja, so war ja hier. Hier richtig. Na, was geht, habe ich gefragt. Du bist in Horikos jederzeit willkommen, Spyro. Ja, ich dachte, du hast was Richtiges zu erzählen. Nach Hause. Was sollten das für Kreaturen sein? Ich weiß es nicht. Nun gut. So, da haben wir jetzt hier immer noch. Boah, aber kurz, wie viel Talismänner haben wir jetzt? 4? 3? Ich glaube, 3 haben wir erst, ne? 4 Level haben wir gemacht mit dem Fluglevel. Das heißt, 3 fehlen uns hier noch.
Was am Aquarius? Das ist der Sonnenstrand. Ah, wir können einfach nachkommen. Gar nicht. Wir haben doch schon. Ah, okay, den Talisman, stimmt, den haben wir auch geholt. Richtig, ja. Ne, 4 Talisman haben wir schon. Wir haben 20% des Spiels schon erfüllt, nach knapp 2 Stunden. Kann man ja hochrechnen, wie lange das Spiel ungefähr dauern wird. Nur, ich schätze mal, hinterher wird es nicht ganz so schnell gehen wie jetzt. Ne, gut, ich würde dann hier heute auch Schicht machen. Haben wir doch einiges wieder mal geschafft. In der Stunde. Das ist echt so motivierend, ne? Ich finde das echt toll. Das macht einfach Spaß. Wenn man dann immer hier nochmal was schafft und da nochmal was schafft, dann weiß, okay, da muss ich zwar nochmal zurück, ne? Aber im nächsten Level holt man dann alles. Und das ist halt das, was ich einfach auch an Spyro geil finde, ne? Vom Gameplay her. Weil es macht einfach Spaß, es motiviert. Es ist kurzweilig auch, weil, ne, dann kann man wirklich mal sagen, ach komm, ein Level mache ich noch, weil die in der Regel so zwischen, ja, ich sag mal, 15 und 30 Minuten dauern, ne? Je nachdem, was für ein Level das natürlich ist. Ist klar, es gibt auch Level, die gehen länger. Es gibt auch Level, die gehen schneller, ne? Das jetzt, da lagen wir jetzt, glaube ich, ungefähr so bei 20 Minuten bei Horikos. Und das macht einfach Spaß. Ich freue mich jetzt auch schon auf die nächste Aufnahme, die ich wahrscheinlich dann morgen schon direkt angehen werde. Ja, und hoffe auf jeden Fall, dass euch jetzt die heutige Aufnahme gefallen hat. Wie gesagt, wir haben zwar jetzt nicht alles überall schaffen können, was wir vielleicht schon jetzt nach momentaner Schaffung schaffen könnten. Sprich das Götzenlevel. Aber wir haben jetzt den Punkt geholt beim Ozeanring, was ich richtig geil finde. Wir haben da auch noch alles andere geholt, was wir noch holen konnten. Und wir haben Horikos komplett beendet. Ist doch wundertoll. Gut, also, ne? Dann haut rein und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.